Mahlzeit moin, Freunde von Unterhaltung. Heute, wie ihr seht, machen wir das Video. Ihr habt es euch gewünscht. Stefan soll diesen tollen Rührei-Motor auseinanderbauen. Ich hoffe, der eine oder andere hat es schon gesehen. Unser neuer Likör ist am Stissel. Lakritz, sehr zu empfehlen. Selbst Stefan als Nicht-Lakritz-Fan steinigt ihn. Mag ihn. Also, absolute Kaufempfehlung. Geht raus an euch. So, und nu, lass mal knacken hier. Was ist denn jetzt los? Punkt du Sicherheit oder was? Da sieht ja gar nichts dadurch. Was ist denn hier los? Ja, komm. Ey, ich sag früher, warst du krasser. Erstmal vorsichtig Sachen entfernen. Weil das Problem ist ja, viele Schrauben sind ja rund. Und ein guter Schrauber kriegt die jetzt nicht mehr los. Deswegen muss man die jetzt vorsichtig entfernen. Vorsicht! Niklas, möchtest du dich auf den Radlader setzen? Aua! Au! Oh, den hätten wir noch gebrauchen können! Oh nein! Welches Bauteil war das jetzt? Ich weiß es selber nicht. Oh, die ganze Ansaugbrücke ist abgebrochen. Ja. Oh, Wunder, dass sie nicht mehr lief. Ist ja auch Plastik. Ist so. Dann schließt du eben die Zündkerzenstecker wieder ab. Oh! Kühlwasserverhältnis kann ich auch noch in den Weg, oder Richard? Zahnriemen, der war auch runter. Warte, der ist auch im Weg? Jetzt ist er im Weg, das sehe ich doch. Ja! Eine Frage zwischendurch. Kann es sein, dass sie Urlaub hatten heute? Nö, warum? Sieht so aus, sie sind voller Tatendrang. Maul. So schnell schafft es keine Werkstatt, Sachen anzubauen. Ja, meinst du, dass der übergesetzt haben könnte? Vielleicht? Das muss doch so, oder? Das ist auch deswegen. Oh, der ist ja schon durch. Ja. Der war ganz alt. Die ganzen Schrauben, die man rausdreht, immer genau sich markieren, wo die auch gesessen haben. Das kann man viel kaputt machen. Lasst euch das gesagt haben. Aber warum drehst du die raus? Ist das nicht einfach mit einem dicken Schlagschrauber hier einfach richtig anzuziehen? Ja, da war Rührei. Stinkt auch ein bisschen. Faules, ne? Ei mit Benzin, ey. Ist das Scheiße. Da rostet's überall. Wie kann das sein? Rost. Uiuiui. Also 0,3% vom Vollei. Kaufempfehlung aussprechen. Super. Für den Adapter auf jeden Fall nicht. Ich guck gerade in meinem Reparaturleitfaden nach. Da steht, das kann sitzen bleiben. Oh, irgendwie hat die. Das haben wir den Hammer drauf gehauen. Ganz zufällig. Bisschen wohl. Ja. Das hat sich schon mal angelöst. Wie ihr seht, das ist echt das Schöne. Man entspannt, keiner nervt einen. Die Autos, die können einen einfach nicht ärgern, weil das einfach Spaß macht. Warum glaubt der Zuschauer die jetzt irgendwie Warum nicht? Wächst deine Nase? Montage viel am Werk, ne? Jo. Oh ja. Das ist das Problem, was sie gerade erörtert haben. Oh! Ich glaube, der wollte auch oben stehen, aber irgendwie da war kein Platz was mehr. Verkantet. Ach du Scheiße. Kurva! Oh, Marius! Kurva. Niemand hier Kurva. Was ist da Stefan da drin? Das sind Kolben. Ich mein, warte, wir können mal in den Polski fragen. Katastrophe. So, Dobrze? Dobrze, bardzo dobrze. Ist gut. Oh. Kurva. Klar. Katastrophe. Kaputt! Oh! Kommt das falsch? Ja, also auf jeden Fall sieht man was. Danke für die Einschätzung. Hier. Plol ist abgerissen. Oh! Woher weißt du das? Das ist noch fest. Also. Eine? Eine. Also, meine Einschätzung war, glaube ich, gar nicht so schlecht im Video, dass ich gesagt habe, drei sind abgerissen, wo ihr geschrieben habt, woher weiß der Idiot, dass da drei abgerissen sind? Weil du ein Idiot bist. Okay. Das hättest du auch nicht gewusst. Richtig. Naja, so. Auf jeden Fall, habe ich ja vorher schon gesagt. Das hat Rührei. Das ist Rührei. Bah. Aber ich habe gesagt, am Kopf wird man nichts sehen, weil die Explosion fördert alles nach unten hin. Also unten wird ein bisschen matschig gemacht. So, das ist fest. Das Ventil, das musst du noch runter. Das auch. Oh.
Oh. Steht mir wieder auf. Hey, hier, hau den Lukas. Du kannst ja fast Doktortitel haben. Kann ich mal eben konntest kurz du das hören, dass es 3 sind, ey? Okay. Also, dreh ab. Der Kopf wird jetzt zum Aufbereiter geschickt. Genau, die Anteile liegen schon übergeplant. Der ganze Block wird neu aufgebaut. Ja, Björn wird ihn gleich kriegen. Genau, weiß Übermaß, alles Übermaß. Hey. Hey! Kolben! Was ist das? Das war mal. Warte. So kann man sehen, wo das mal hingehört hat. Aber irgendwie, es hat sich da ein bisschen mehr quergestellt. Ich denke mal, wir sollten jetzt eine Etage tiefer gehen. Ja, ich glaube, wir müssen auch kurz eine Werbepause machen, weil wie lange wird es dauern, bis das Auto oben ist? Also jetzt abschalten. Oh, nee, also. Können wir nicht weitermachen? Nee, hat nicht. Ach, stimmt, da ist ein Loch. Oh, Junge, Alter! Boah, da ist ja mein Schiss von gestern gar nichts. Wo muss man den Motor ausbauen, um die Übere zu kriegen? Heute nicht. Oh, tu's nicht! Ich hab Bock! Wie dieser Fisch, wo man das hängt. Also dieses Öl ist ein bisschen fertig. Weißt du, wie das Öl aussieht? Ja, die Tiere haben es. Diese Getriebe, die wir kriegen von lebensmittelverarbeitenden Firmen. Mehr sage ich da jetzt nicht zu. Sieht ich glaube, dass sie mit ihrem Mikrofon nicht im Rührei landen. Alter. Ins Ei landen. Ist aus dem vollgeschissen. Guck mal, das rabbelt richtig, aber fest. Oh, das hat Rührei so an sich. Das ist aber fest. Oh, guck, das ist wie so ein Flummi. Gummiball. Das hat der Rührei so an sich. Geil. Stefan? Auf, dass der komische Schwamm da gar nicht rausfällt. Dieser Schwamm. Pleuelauge. Ein bisschen Pleuel dran. Sag mal. An dem Eis ein bisschen Pleuel, Stefan. Wie konntest du das denn irgendwie jetzt so schnell ausbauen? Oh, da war gleich eine Hitze im Spiel. Ganz Sorte, wa? War das ein gehärtetes Pleuel? Wie ist das denn da rausgekommen? Komm, jetzt hau doch mal eben ab, der jetzt. Ja, wollen wir das sehen jetzt. Mensch. Ist voll eklig. Wir haben das Ei auf jeden Fall gar bekommen. Die Geschmacksprobe. Müssen wir allerdings noch irgendjemanden finden, der das jetzt verköstigt. Bei Marius für einen Fünfer oder Tadeus. Ja, das könnte klappen. Tadeus ja wieder eben Bigosch. Bigosch ist das. Wo haben wir jetzt hier Probleme? Oh, oh. Also wenn man, oh. Ja, da hinten finde ich besser. Ich sehe gar nichts. Die Schlüsselpfeile, das geht wieder. Das ist wieder wie neu. Kannst du sehen? Was ist denn da? Alter. Also das ist eine kaputte Kurbelwelle. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Nein, guck mal, Alter. Wie blau die geworden ist. Wenn die Kurbelwelle jetzt komplett trocken ist, und schon rostet, das heißt, die sowas von, die war wahrscheinlich rot am Glühen. Und hier da vorne, da hat es auch ein bisschen Aufschlag gegeben. Ja, kann ich bestätigen. Naja, oh, ein Pleuel ist noch. Oh Junge, das sieht aber auch schon richtig klapperig aus. Guck. Oh ja, das klingt super. Ah, ich denke mal, mit der Schlüsselfalle sollte ja, es denk man nie wieder hinkriegen. Ich also Lagerschalen mit einem, mit dem ersten Übermaß und dann. Genau. Bisschen Spiegelpapier drum. Also das können wir den Kunden, das können wir den Kunden wieder verkaufen. Kein Problem drin, also das sollten wir wieder fixen können. Ich glaube, das Zeug dann brennt bestimmt. Ui. Ui. Lalala. Schon eklig so ein Haufen. Ih, der fängt wieder an zu schmelzen. Schmelzen. Also, liebe Verwertungsfirma für den Schrott, hier ist kein Öl drauf. Nein, da war nur Ei drauf. Da war nur Rührei drauf. Wir fahren mit Rührei. Ja, ich denke mal. Der ist kaputt. Vielleicht. Ich denke mal, diese Schelle ist noch gut. Was machen wir jetzt? Nix, Bier saufen. Bier saufen! Ist das meins? Ja. Meins nicht. Stefan, das ist erst dein vierter halber heute. Was fächelt's denn jetzt so? Scheiß Urlaub, heute ey, in der letzten halben Stunde. Sieben Uhr anfangen zu saufen. Also, ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben auf Instagram. Was haben wir letztes Mal gesagt? Was ist besser als 2 Busse? 3. Was ist besser als 3 Busse? Ich verstehe es nicht. So, nee, so weit kann ich nicht rechnen. Das ist nicht, worauf du hinaus willst. Ich auch nicht. Alle guten Dinge sind 3. Also danach wird schlecht. Wird schlechter. Aber egal. Seid gespannt. Wir sind schon wieder behindert.
Also wie gesagt, wer jetzt gerne nochmal dieses Rührei probieren möchte, wen ich das zur Seite legen soll, das gerne in die Kommentare schreiben. Verlinkt euch selbst gerne oder auch andere, wie ihr dieses Rührei gerne essen möchten. Die Dorfkindgabel. Ja, aber nur für Würstchen. Die ist als Grillzange geeignet, die ist auch zum Rührei-Verzehren geeignet. Nein. Die Japsen kommen damit auch klar. Den gibt's bei Dummtüch zu kaufen. Demnächst nee, bei WMF. Hier. Sammel nicht. Bei WMF demnächst. Das Guide. Gummigabel. Ja, an der Stelle enden wir jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt natürlich wieder einmal gesehen, dass man das definitiv nicht auf sein KFNF, wie auch immer, Z. KFNFZ. Auf jedes egal. Scheiß x-beliebige Z. KFZ. Einfach nicht, Z machen. Nicht machen soll. Ich hoffe, euch hat das Video trotz alledem gefallen. Lasst es nach oben da. Abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Ja, schaut bei Instagram vorbei. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen was geteasert. Ne? Seid gespannt. Bier saufen, ja, Alter. Komm, schmeiß die Karre weg, wir tun mit Bier trinken. Ist ja alles voll mit Ei. Ja, komm, jetzt gibt's erstmal hier ein Bierchen. Sind das deine chinesischen Stäbchen zum Essen, oder? Die Schrauberstäbchen. Ich hoffe, so geht's nicht. Mit denen geht's leider nicht. Schreibt in die Kommentare, wenn wir mit Stefan mal zum Chinesen fahren sollen. Ja. Boah, das wäre echt lustig. Wenn ich soll Stock raus. Stäbchen, ich hab schon, danke. Wie geht das jetzt hier? Die passen da nicht rein. Mit dem Ei an der Verlängerung. Dafür sollten wir doch eigentlich, ich weiß nicht, wo wir Schadensersatz kriegen oder so. Wasserhahn. Bäh. Doch, kannst du jetzt nicht gehen.